Herzlich willkommen zu diesem Video. Im Gegensatz zu meinen normalen Board Reviews, welche kein einzelnes Board vorstellen, sondern vielmehr einen Vergleich anstellen zwischen dem Bluefin Cruise 10-8 und dem Bluefin Cruise 12. Es wird in diesem Video darum gehen, wer welches Board wählen sollte. Das Bluefin Cruise ist eines der meistverkauften Tubeboards auf dem Markt und meiner Meinung nach ist das Bluefin Cruise auch derzeit das beste auflassbare Board, das es überhaupt gibt. Das Modell war so erfolgreich, dass der britische Hersteller in 4 verschiedenen Größen herausgebracht hat. So gibt es das Bluefin Cruise Junior, das Bluefin Cruise 10-8, das ich hier habe, das Bluefin Cruise 12, also das Board, und das Bluefin Cruise Tandem, was 15 Feet lang ist. Und außerdem gibt es noch das Bluefin Cruise Carbon. Diese Carbon-Variante ist vor allem für fortgeschrittene Paddler geeignet und ich werde nochmal später darauf kurz eingehen, was genau die Unterschiede sind zwischen dem normalen Bluefin Cruise und dem Bluefin Cruise Carbon. Auf diesem Kanal habe ich auch bereits eigene Reviews zum Bluefin Cruise 10-8 und zum Bluefin Cruise Carbon 10-8 verfasst. Ich habe euch mal beide Links zu den Reviews in die Beschreibung getan. Dort könnt ihr einfach nochmal reinschauen und euch nochmal mehr im Detail die Boards angucken, weil darum wird es in diesem Video nicht unbedingt gehen. Neben dem Bluefin Cruise gehören außerdem noch das Bluefin Sprint und das Bluefin Voyage zum aktuellen Lineup des Herstellers. Das Bluefin Sprint ist dabei ein Race oder ein sehr sportliches Touring Tube. Und das Bluefin Voyage ist ein Mehrpersonenboard, das auch gut zum Angeln auf dem Tubeboard genutzt werden kann. Für dieses Video habe ich mir gedacht, dass ich zuerst die Gemeinsamkeiten zwischen dem Bluefin Cruise 10-8 und dem Bluefin Cruise 12 aufzähle und einfach mal so anhand von den Gemeinsamkeiten etwas auf die beiden Boards eingehe und dann später gehe ich mehr in die Unterschiede hinein und erkläre ganz genau, wer welches Board wählen sollte und warum es für bestimmte Personengruppen oder für andere bestimmte Einsatzgebiete zum Beispiel besser ist. Bevor ich jetzt einmal näher auf die beiden Boards eingehe und mit diesem Video fortfahre, möchte ich darauf hinweisen, dass ihr in der Videobeschreibung 2 Links findet. Das sind die ersten beiden Links, die führen zu den Amazon-Seiten, das 10-8 und das 12. Dort könnt ihr einfach noch mehr Informationen, Daten und Fakten und vor allem auch den aktuellen Preis der Boards finden. Die beiden Links in der Videobeschreibung sind Affiliate-Links, bei denen ich eine Provision bekomme, wenn ihr über diese bestellt. Euch entstehen aber allerdings keine Mehrkosten. Und diese Provisionen helfen natürlich dabei, weiterhin diese Videos hier zu machen, die ja relativ zeit- und auch kostenaufwendig sind. Die erste große Gemeinsamkeit ist die gesamte Bauweise. Wir haben wirklich sehr ähnliche Boards. Wenn wir wirklich hier von der Nose bis zum Heck durchgehen, können wir direkt sehen, dass die beiden Boards genau gleich ausgestattet sind. Wir haben zum einen einen vorderen Tragriff, einen hinteren Tragriff bei beiden Boards. Und auch haben wir bei beiden Boards wieder diesen zentralen Tragriff, der sich wirklich ziemlich angenehm anfühlt und vor allem auch noch parallel als Paddelhalter genutzt werden kann. Das hat zum Beispiel den Vorteil, dass man bei einer Paddeltour mitten auf dem See eine Runde schwimmen möchte, kann man das Paddel da wirklich sehr gut platzieren und es bleibt da wirklich sicher auf dem Board liegen. Dann haben wir auch wieder bei beiden Boards hier diesen Action Cam Mount, an dem alle gängigen Action Cams wie zum Beispiel eine GoPro angebracht werden kann. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir hier, haben wir ein Gepäcknetz. Das ist hier bei beiden Boards genau gleich groß, obwohl hier das Board, das Bluefin Cruise 12, noch mal länger ist, haben wir auch hier nur ein Gepäcknetz, was aber durchaus ausreichend ist, um darunter Proviant wie zum Beispiel eine Wasserflasche oder einen Drybag zu befestigen. Weiterhin haben wir hier das Krokodil Deckpad, das hier auch wieder bei beiden Boards genau gleich ausfällt. Bei Bluefin gefällt mir allgemein das Deckpad sehr gut, weil es wirklich ziemlich griffig ist. Wir haben hier noch mehr Profil, als es bei anderen Boards der Fall ist. Und weiterhin fällt auf, dass im hinteren Bereich, wenn wir hier mal nach hinten schauen, haben wir hier ein kleines Kickpad, das ist also eine Aufbiegung des Deckpads am hinteren Ende und es ermöglicht einfach schnellere Turns, weil dann kann man darauf treten und viel mehr Druck hinten auf das Board aufbauen und dadurch das Brett sehr einfach wenden. Und auch gerade beim Bluefin Cruise 12 kann man trotz der Länge damit wirklich gute Turns, also gute Wendungen durchführen. Und außerdem haben wir seitlich in der Boardmitte jeweils 4 D-Ringe platziert, also hier sind wir 4 D-Ringe und beim Bluefin Cruise 12 sind die etwas weiter hinten angebracht. Diese dienen einfach dazu, dass wir darin einen Kajaksitz befestigen können, der auch bereits im Lieferumfang enthalten ist. So, wo wir gerade beim Thema Lieferumfang waren, dachte ich mal, ich packe einfach mal beide Rucksäcke komplett aus, damit ihr hier wirklich seht, was hier alles dabei ist. Der Lieferumfang des Bluefin Cruise fällt wirklich sehr, sehr umfangreich aus. Das heißt, wir haben hier wirklich die komplette Grundausstattung enthalten und sogar weitere Extras. Und außerdem ist zu erwähnen, dass die Ausrüstung, die beim Bluefin Cruise 10-8 dabei ist, genau die identische ist wie beim Bluefin Cruise 12. Ich denke, man könnte auch hier ganz gut sehen, dass wirklich das Zubehör, das enthalten ist, wirklich genau das gleiche ist. Okay, gehen wir mal ganz kurz das Zubehör durch. Zum einen haben wir hier eine Luftpumpe, die meiner Meinung nach
zu den besten Luftpumpen gehört, ist zumindest meine Standluftpumpe, die ich immer zum Aufpumpen von allen möglichen Tubeboards benutze. Der Vorteil ist hier im Wesentlichen, dass es sich um eine Doppelluftpumpe handelt, mit der also sowohl beim Hochziehen als auch beim Runterdrücken Luft in das Board gepumpt werden kann, was einfach den Aufpumpvorgang deutlich verschnellert. Wir müssen einfach nur hier vorne diese Kappe reindrehen, das geht auch ganz einfach, und schon haben wir den Doppelmodus aktiviert und können halt entsprechend doppelt pumpen. Außerdem haben wir hier wirklich einen Schlauch, der sich sehr einfach anschrauben lässt, denn wir haben hier quasi oben eine Kappe, die man nur drehen muss. Man muss nicht den ganzen Schlauch drehen, was dann schnell zum Verkanten führt. Und des Weiteren haben wir noch hier oben auf der Luftpumpe eine Druckanzeige, die mir den aktuellen Luftdruck im Board anzeigt. Das Ganze geht ab ungefähr 7 PSI, also wissen wir immer entsprechend, wie viel noch zu pumpen ist. Und dann ist noch ein Rucksack enthalten, das ist wirklich auch ein extrem hochwertiges Modell, das nicht nur eine Seitentasche hat, also eine kleine Netztasche und eine Vordertasche, sondern wir haben ja auch wirklich noch in dem Hauptfach selbst haben wir weiterhin einen Gurt, mit dem das Board festgebunden werden kann. Das sorgt einfach dafür, dass man beim Laufen oder beim Tragen des Rucksacks nicht mehr nach hinten gezogen wird, weil das Board halt im Rucksack nach hinten fällt. Neben der Geräumigkeit, dass wirklich dieser Rucksack hier locker genügend Platz bietet für das aufgerollte Board, also für das gesamte Zubehör und etwas weitere Ausrüstung, ist wirklich der größte Vorteil, dass die Schulterriemen hier extrem gut gepolstert sind. Wir haben ja wirklich sehr, sehr dicke Schulterriemen, die wirklich sehr weich sind und auch vor allem sehr breit ausfallen. Das erleichtert einfach wieder den Transport und sorgt für sehr viel Tragekomfort. Und zudem will ich noch kurz erwähnen, dass wir hier am Rücken auch noch dieses Pad haben, das einfach nochmal eine zusätzliche Polsterung ist, die auch wieder sehr dick ausfällt und einfach nochmal für mehr Komfort sorgt. Ja, und das Paddel macht ebenfalls einen sehr guten Eindruck. Wir haben hier quasi ein relativ leichtes Fiberglas-Paddel, was für den Transport und die Lagerung in drei Teile zerlegt werden kann. Wir haben ja ein Stück mit dem Paddelblatt, ein Schaftstück und einmal ein Stück mit dem Griff. Und das heißt, ich wirklich in ungefähr 30 Sekunden zusammensetzen und auch flexibel in der Höhe verstellen. Und außerdem habe ich hier noch dieses zweite Paddelblatt dabei. Das ist einfach dazu, um das normale Stube-Paddel, also quasi ein Paddel mit einem Paddelblatt, ein Doppelpaddel zu verwandeln, was halt auf beiden Seiten ein Paddelblatt hat und dementsprechend zum Kalkfahren geeignet ist. Im Gegensatz zu vielen günstigen Komplettsets haben wir hier beim Bluefin Cruise außerdem eine Leash enthalten. Die Leash ist quasi eine Halteleine, die mit dem einen Ende am Fußgelenk und mit dem anderen Ende am Board befestigt wird, einfach dazu dient, dass wir bei einem Sturz ins Wasser das Board nicht verlieren. Hier im Fall von Bluefin Cruise haben wir eine Coiled Leash, das ist quasi eine Leash, die sich wirklich erst bei einem Sturz ins Wasser auf die volle Länge von 3 Metern ausdehnt. Das hat einfach den Vorteil, dass sie nicht immer hinterher schleift und wirklich immer auf dem Board liegt, was dazu führt, dass sie nicht verhaken kann an irgendwelchen Steinen oder an Pflanzen und auch würde sie weniger Dreck ansammeln, wenn es eine Coiled Leash ist. Und dann haben wir noch so ein paar gemischte Sachen. Muss ich mal ganz kurz hier angreifen. Hier haben wir zum einen die Finne beim Bluefin Cruise 10.8, aber auch beim Bluefin Cruise 12 haben wir weder ein US-Finbox-System noch ein Steckfin-System, sondern ein Smart-Dock-System, was wirklich noch simpler funktioniert und weniger fehleranfällig ist, als bei den anderen beiden erwähnten Systemen der Fall ist. Und dann haben wir noch den Kalkdutz. Das ist quasi auch ein sehr simples Modell, das hier wirklich mit diesen Gurten hinten einfach nur an den D-Ringen, die sich in der Bordmitte befinden, montiert werden muss. Und schon können wir zusammen mit dem Doppelpaddel, was ich ja schon erwähnt hatte, das Roof & Cruise auch als Kalk nutzen. Weiter haben wir noch hier eine wasserdichte Handyhülle dabei. Die ist einfach natürlich ganz praktisch, um das Handy mit auf Tour zu nehmen. Und außerdem haben wir noch ein Reparaturset, wo einfach nochmal so ein Patch, also ein PVC-Patch, enthalten ist, wo wir also quasi bei einer Beschädigung der Bordhülle hier mit Reparaturen durchführen können. Außerdem wird der Lieferung abgerundet von der Bedienungsanleitung, wo einfach mal unter anderem auch auf Deutsch einfach erklärt wird, wie man das Board benutzt, was man bei Schäden machen sollte. Jetzt habe ich eigentlich alles Wichtige zum Zubehör gesagt, kann ich aber direkt zum Board nochmal übergehen. Die größte Besonderheit beim Bluefin Cruise ist eigentlich die 5-jährige Garantie, die der britische Hersteller auf das Board bietet. Der Hersteller macht es natürlich nur, weil auch die Qualität des Boards wirklich extrem gut ist. So in Sachen Verarbeitung und vor allem auch Steifheit setzt das Bluefin Cruise wirklich Maßstäbe. Gerade wenn man die Boards auf wirklich die maximalen 18 PSI aufpumpt, was mit der mitgelieferten Pumpe vielleicht so 8 Minuten dauert, sind diese wirklich extrem steif, was ich so bei anderen Boards noch nicht gesehen habe. Dadurch kommt auch das Fahrgefühl mit beiden Boards nochmal viel näher an das Fahrgefühl mit harten Tubes heran. Und natürlich ist auch vor allem die Verarbeitung hier beim Bluefin Cruise sehr, sehr gut. Wir haben wirklich sehr sauber verarbeitete Kanten, wir haben sehr saubere Klebstellen, wir haben auch keine Klebereste auf dem Board und sonst kann ich hier überhaupt gar keine Makel ausmachen. Und wie gesagt, finde ich auch noch weitere Informationen, was jetzt die Bauweise oder die Fahreigenschaften betrifft,
in dem extra Review, was ich hier zum Bluefin Cruise 10.8 gemacht habe. Eine andere Sache ist noch, dass die Bluefin Cruise Boards nicht die leichtesten sind. Mit einem Gewicht von 12,6 kg beim 10.8 und 15,3 kg beim 12 wiegen die Boards mehr als bei anderen Typs der Fall ist. Die Sache ist immer, dass es eine Abwägung gibt zwischen einem niedrigen Gewicht und einer hohen Steifigkeit. Beides geht nicht, man muss immer irgendwie einen Kompromiss machen. Und hier beim Bluefin Cruise haben wir wirklich eine sehr hohe Steifigkeit, was vor allem für sehr gute Fahreigenschaften sorgt. Für mich persönlich würde ich sagen, dass ich dafür das höhere Gewicht in Kauf nehmen würde, was ja vor allem auch mit dem Rucksack hier gut handelbar ist, denn der Rucksack ist wirklich sehr gut gepolstert und da lässt sich das Bluefin Cruise wirklich gut drin transportieren. Andere Surfboards, die vielleicht eh nicht lang sind, dafür aber nur 8 Kilogramm oder teilweise noch weniger wiegen, haben wirklich den Nachteil, dass sie einfach nicht steif genug sein können. Denn hier haben wir wirklich ein sehr robustes Material, was man so auf dem Wasser merkt. Und das hat einfach ein gewisses Gewicht. Jetzt habe ich aber genug über die Gemeinsamkeiten geredet. Da wird es jetzt Zeit, ein bisschen auf die Unterschiede einzugehen. Das ist auch genau der Grund, warum ich dieses Video eigentlich mache. Die beiden Boards sind 15 cm dick, ungefähr 83 cm breit, aber in der Länge unterscheiden sich. Das ist natürlich der größte Unterschied. Wir haben hier beim Bluefin Cruise 10.8 ein 3,25 Meter langes Board, während das Bluefin Cruise 12 ungefähr 40 cm länger ist, also ungefähr 3,6 Meter misst. Surfboards werden ja aufgrund der Länge in unterschiedliche Boardklassen unterteilt. Das Bluefin Cruise 10.8 fällt in die Boardklasse der Allrounder, während das Bluefin Cruise 12 ein Touringboard ist. Allround-Surfboards wie das Bluefin Cruise 10.8 sind vor allem für Fahrten über Seen, Kanäle, langsam fließende Flüsse oder auch kürzere Touren gut geeignet. Der Grund dafür ist einfach, dass sie aufgrund der breiten Bauweise im Verhältnis zur Länge wirklich ein gutes Maß an Kippstabilität bieten und daher sehr sicher im Wasser liegen. Es sei vor allem auch für Typ-Einsteiger leichter, auf diesen Boards das Gleichgewicht zu halten. Und andererseits ist diese vielseitige Einsetzbarkeit, die ja bei den Allroundern schon irgendwie im Namen steckt, auch besonders für Anfänger interessant, da diese in der Regel noch nicht wissen, was sie genau an Stand-Up-Paddling interessant finden oder was ihnen Spaß machen wird. Mittlerweile gibt es nämlich zahlreiche Unterdisziplinen von SUP, wie zum Beispiel SUP-Yoga oder auch das Angeln vom Board aus. Und das sind ja zum Beispiel beide Sachen, für die ein breitgebauter Allrounder wie das 10.8 besser geeignet wäre als ein längliches Touringboard. Wenn ich dann beispielsweise mit einem Touringboard vor allem auf das Fahren von mittellangen und längeren Touren festlegt, könnte diese beiden Sachen, also SUP-Yoga oder das Angeln mit dem SUP, eher nicht so gut ausprobieren, weil durch die relativ zur Länge schmalere Bauweise das Board etwas kippliger im Wasser liegt und da einfach nicht genug Stabilität bietet. Die meisten Leute nutzen Stand-Up-Paddling-Boards allerdings weiterhin fürs Tourenfahren und genau dafür sind Touring-Boards, also diese längeren und relativ dazu schmaleren Boards, einfach besser geeignet. Diese Bauweise sorgt nämlich für einen geringeren Wasserwiderstand, wodurch höhere Geschwindigkeiten aufgebaut und auch besser gehalten werden können. Außerdem bieten Touring-Boards mehr Spurtreue, was einfach nur bedeutet, dass beim Paddeln seltener die Paddelseite gewechselt werden muss, weil das Board besser geradeaus fährt. Und das sorgt natürlich wiederum dafür, dass wir höhere Geschwindigkeiten erreichen können. Allerdings liegen die Touring-Boards aufgrund ihrer sehr länglichen Bauweise auch weniger stabil im Wasser. Gerade im ruhenden Zustand ist es daher für Anfänger sehr schwierig, das Gleichgewicht auf dem Board zu halten. Bei der Fahrt sieht das Ganze etwas anders aus, denn hier im selben Prinzip wie auch beim Fahrradfahren, das heißt, wir haben eine Art Laufstabilität. Wenn wir etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, liegt auch das Touringboard wirklich etwas stabiler wieder am Wasser und fährt sich genau wie ein Fahrrad letztendlich ja auch wieder sicherer. Touringboards sind wirklich eine Sache für erfahrene Paddler, die bereits eine Saison auf dem Buckel haben und daher die Grundlagen beim Stand-Up-Paddeln erlernt haben und jetzt vor allem auch längere Touren fahren wollen. Aber ich finde, dass das Bluefin Cruise 12 auch eine spannende Wahl für sportliche Anfänger oder Einsteiger, die bereits genau wissen, dass sie auch längere Touren fahren wollen, ist. Letztendlich ist das Board auch noch etwas breiter gebaut, als bei anderen Touringboards der Fall ist, mit daher auch noch im ruhenden Zustand etwas mehr Stabilität, wobei die Stabilität nicht an die herankommt, wie es hier beim Bluefin Cruise 10.8 der Fall ist. Bevor ich jetzt zum Fazit komme, möchte ich nochmal ganz kurz die Unterschiede ansprechen zwischen dem Bluefin Cruise und dem Bluefin Cruise Carbon. Zum einen haben wir beim Bluefin Cruise Carbon eine Bauweise mit zwei getrennten Luftkammern, was mal für mehr Stabilität sorgt. Aber keine Sorge, ist, dass nicht beide Luftkammern mit einer Pumpe gleichzeitig aufpumpen. Weiterhin kommt das US-Finbox-System zum Einsatz, wo wir einfach den Vorteil haben, dass es eine wesentlich größere Auswahl an Finnen für das System gibt, weil man ja gerade von den Surfboards her genau da diese Finnen auch einsetzt. Also kann man da wirklich mehr Variationen auf dem Markt schon finden, als hier bei diesem speziellen Smart-Lock-System,
was hier beim normalen Bluefin Cruise zum Einsatz kommt, der Fall ist. Und außerdem haben wir beim Bluefin Cruise Carbon noch mehr D-Ringe an Bord montiert, was einfach ermöglicht, weitere Ausrüstungen auf dem Board zu befestigen. Und außerdem haben wir beim Bluefin Cruise Carbon, was quasi das Wichtigste eigentlich ist, verstärkte Kanten, also mit Carbon verstärkte Kanten, die das Board wirklich noch viel robuster machen und für noch mehr Steifheit sorgen. Und diese Steifheit spürt man auch deutlich auf dem Wasser. Wobei man auch sagen muss, dass wir beim Bluefin Cruise wirklich ein Board haben, was in Sachen Steifigkeit wirklich top ist und hier gerade im Vergleich zu anderen auflassbaren Boards wirklich sehr, sehr gut abschneidet. Und dann wäre noch der Lieferumfang. Beim Bluefin Cruise Carbon haben wir statt der Double Action Pumpe eine Triple Action Pumpe dabei, die es uns einfach ermöglicht, wirklich beide Luftkammern auf einmal aufzupumpen. Und dann ist auch noch beim Cruise Carbon ein Paddel aus Carbon enthalten, was nochmal weniger wiegt als das Fiberglas-Paddel, was es hier zum Bluefin Cruise dazu gibt. Im ganzen Thema Bluefin Cruise für das Bluefin Cruise Carbon habe ich nochmal ein extra Video gemacht, in dem ich nochmal genau auf die Unterschiede eingehe und nochmal wirklich im Detail erkläre, für wen welches Board da geeignet ist. Aber kommen wir jetzt mal direkt zum Fazit, zum Vergleich vom normalen Cruise 10-8 versus das normale Cruise 12. Die Entscheidung für ein Board und damit ja irgendwie auch gegen das andere hängt im Wesentlichen von deiner Erfahrung, von deinem Können und auch vom geplanten Einsatzgebiet ab. Touringboards sind zum Beispiel einfach besser für Touren geeignet, während wir beim Allroundboard mehr Stabilität haben, was dann doch besser für Einsteiger geeignet ist, die halt vor allem Schwierigkeiten haben, das Gleichgewicht auf dem Board zu halten. Ich habe in meinem Review zum Bluefin Cruise 10-8 ja bereits angesprochen, dass man das Board gewissermaßen auch als sportlichen Allrounder klassifizieren kann. Wem er wirklich eine recht stromlinienförmige Bauweise mit der spitz zulaufenden Nose, die auch doch wieder besser, auch sogar vielleicht für mittellange Touren geeignet ist, als bei anderen Allroundboards, die meistens sehr rundlich geformt sind, der Fall ist. Im Fazit meines Reviews zum Bluefin Cruise 10-8 habe ich hier auch von einem Board gesprochen, dass man sehr gut hineinwachsen kann, weil es einerseits halt gut für den Start geeignet ist, aber dann doch irgendwie ein bisschen sportlicher gebaut wurde und auch dann wieder, wie gesagt, auch für längere Fahrten, auch etwas höhere Geschwindigkeiten durchaus gut geeignet ist. Wer wirklich höhere Geschwindigkeiten erreichen möchte und vor allem lange Touren fahren möchte, der sollte sich auf jeden Fall nach einem Touringboard wie eben zum Beispiel dem Bluefin Cruise 12 umschauen, denn diese sind einfach genau für diesen Zweck optimal geeignet. Die längliche und schmalere Bauweise sorgen wirklich für viel mehr Spurtreue, was dann auf dem Wasser spürbar die Geschwindigkeit erhöht und das ganze Ausbremsen durch das Wasser verringert. Ich denke mal, jetzt habe ich alle wichtigen Informationen zum Vergleich vom 10-8 zum Bluefin Cruise 12 hier untergebracht. Wenn ihr noch weitere Fragen, Anmerkungen oder Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, einfach unten eintragen. Und zum der Hinweis, auch in der Videobeschreibung findet ihr noch zahlreiche Links zum Review des Bluefin Cruise 10-8, zum Review des Bluefin Cruise Carbon 10-8, aber auch nochmal ein Video, wo ich das Bluefin Cruise Carbon gegenüberstelle mit dem normalen Bluefin Cruise. Ich denke mal, habt ihr wirklich eine reiche Sammlung an weiteren Informationsquellen. Und ja, wenn irgendwelche Fragen bestehen, einfach in die Kommentare, ich komme möglichst schnell wieder auf euch zurück. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, auf Wiedersehen, vielen Dank fürs Einschalten und bye bye.